Bündnis weht ein Hauch von Hollywood durch Leipzig, Lollywood. Hier wird gerade gedreht für eine bekannte ARD-Serie. Aber was eigentlich genau? Wenn wir das wissen, ist immer Überraschung hier jeden Tag. Nee, wir haben jetzt Dreharbeiten zu Dr. Mertens, haben verschiedene Drehorte. Heute steht ein Dreh hier hinter den Kulissen auf dem Programm und wir werden, je nachdem, was wir für eine Filmszene haben, suchen wir uns den passenden Elefanten aus. Und heute werden wir, da geht es um Fußpflege, das werden wir mit der Keva machen. Erstmal hat die schöne große Füße und außerdem ist sie die entspannteste so im Umgang mit Menschen. Das ist ja Leitkuh, deshalb hat die natürlich eine gewisse Stabilität. Die ist natürlich für die Tiere jetzt auch erstmal eine neue Situation. Das ist jetzt alles voller Kameras und Pflicht und weiß ich nicht. Und deshalb geben wir ihnen jetzt erstmal die Möglichkeit, dass sie sich in Ruhe alles anschauen können. Haben jetzt die Aufgabe, zum Schauspieler zu vermitteln. Und dann machen wir das schön. So, bis später. Thomas kümmert sich um die tierischen Darsteller. Und er, Dennis Satin, der Regisseur, um die menschlichen. Teamwork. Also die steht dann mit dem Kopf, also ein rosa Elefant, die steht dann hier, ich würde sie füttern, bleibt dabei. Und rechts oder links hin? Rechts. Ja, dann also mit der linken Hand vorne ran. Okay. Und so. Okay, mit der Kleinen kann nichts passieren, da kann man erstmal eine Weile was machen. So, und da ist der so. Genau, dachte ich. Gut, sehr gut. Dann können wir loslegen. Auftritt Keva. Sie soll sich jetzt vor der Kamera die Füße feilen lassen. Kannst schon mal anfangen zu feilen, Elisabeth? Jetzt Ruhe am Set. Und bitte! Kamera läuft. Ton läuft. Feilen läuft. Und was sagt der kritische Blick des Regisseurs? Zufrieden? Ja, danke aus. Sehr schön. Die kopieren wir bitte. Ja. Eine noch? Ja, eine noch. Die war es noch nicht. Dennis sieht da noch Luft nach oben. Aber die Künstler, die waren natürlich super. Das war noch nicht perfekt. Die Einstellungsgröße. Jetzt ist man näher drauf, jetzt wird es besser. Zweiter Versuch. Und wieder oben anfangen bei dem Elefanten. Und lange fallen, Elisabeth. Warte. Und Mund auf, Maul auf, komm. Thomas, geh mal zur Seite, bitte. Du verdeckst den Elefanten. Danke. Und bitte. Nun, was drinnen gefilmt wird, wird draußen von den Kollegen genau beobachtet. Natürlich. Ja. Ein schönes Bild. Wie ich nicht auf das Bild behauptet. Herrlich. Das kennen sie anscheinend von ihren eigenen Nägeln. Nee, Quatsch. Aber auf jeden Fall ist es eine schöne Szene. Ne? Muss man erst mal so hinkriegen. Ne? Und fang nochmal auf dem Fuß an, Michael, und geh dann hoch zu Elisabeth. Achtung, Elisabeth, und bitte. Bleib erst mal eine Weile unten, Thomas. Michael, nicht so schnell. Feilen. Und hoch. Ja, feilen. An der Szene und in der Szene wird gefeilt. Bis alles stimmt. Okay, danke aus. Danke. So, das war schön. Fertig. Szene ist im Kasten und hat sehr gut geklappt. Die Elefanten haben wunderbar mitgespielt. Die sind toll, die Tiere. Profis halt. Für die nächste Szene soll auf Kommando gebadet werden. Mal sehen, ob das auch so gut klappt. Beim Filmdreh, da muss jetzt wieder alles nach Drehbuch laufen. Die Szene spielt unten quasi im Keller mit dem Elefanten, Badebecken im Hintergrund. Und du musst, je nachdem, was du für eine Szene hast, ob du jetzt einen aufgeregten Elefanten brauchst, einen bahnenden Elefanten, fressenden Elefanten, haben wir halt für alles irgendeinen Double. Für die Fußpflege hatten wir zum Beispiel die Keva und zum Baden werden wir heute die Panther nehmen, weil Panther ist die verfressenste und die kann man dann auch mal so 10 Minuten hier hinten in der Ecke halten, wo dann andere Elefanten schon lange die Geduld verlieren. Da, wenn die dann das Badebecken für sich alleine hat und hier schön baden kann,
und das Essen stimmt, dann hält die das ewig aus. Jetzt schnell die Kamera an. Und Action. Was machst du denn hier? Du hast mir geschrieben, wir sollen uns treffen. Hab ich. Ich wusste ja nicht, dass es so schnell geht. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dich gedrängt und bevormundet habe. Alles gut. Schon vergessen. Ich bin hier, weil ich glaube, dass wir sollten eine Pause in unserer Beziehung einlegen. Aber du liebst mich doch. Ja. Und ich liebe dich. Das ist passend. Und ich habe mich gerade entschuldigt. Was soll ich denn noch machen? Ich weiß nicht. Ich liebe dich, aber irgendwie machst du es mir auch echt schwer, dich zu verstehen. Lass uns doch mal darüber reden. Bisschen Abstand. Vielleicht geht's dann wieder besser. Ich will aber keinen Abstand. Nur für eine Weile. Ich melde mich wieder, versprochen. Ja, danke aus. Das war schön. Kopieren bitte. Hunter hat heute super mitgespielt, also der Plan ist aufgegangen. Die war die ganze Zeit hinten in der Ecke. Das heißt, wir hatten unten einen Schauspielerdialog direkt vor der Scheibe. Da durfte sie also nicht aus der Szene rausschwimmen. Und wir haben auch extra jetzt einen kleinen Elefanten genommen, weil die ein bisschen besser badet dann. Ne? Also die muss ja dann richtig schwimmen, dann sieht es beim Elefanten natürlich total schick aus. Das Wasser haben wir extra vorher sauber gemacht. Das war abgesperrt, dass das kristallklar war. Die hat schön gebadet. War für uns jetzt die Herausforderung, dass da weder ein Kot im Becken schwimmen kann, noch dass irgendwie Äpfel unter Wasser fliegen. Es sollte alles möglichst ungestellt aussehen. Das hat gut funktioniert. Die Leute waren sehr glücklich da unten. Muriel ist für diesen Block abgedreht. Dennis auch sehr zufrieden. Und das Ganze gibt's dann irgendwann im Ersten zu sehen bei Tierärztin Dr. Mertens.